Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Summon-Video auf meinem Kanal. Falls euch jetzt denkt, hey, warum nur so wenig Schriftrollen, Diamanten, wir gehen gleich noch auf einen anderen Account rüber, bevor wir aber mit dem Ganzen starten. Ja, erstmal das Intro. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal direkt mit der ersten 10er-Beschwörung. Und falls du keine weiteren Summon-Videos in Zukunft verpassen möchtest oder generell AFK-Arena-Videos auf meinem Kanal, dann lass doch gerne ein kostenloses Abo da, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja, da haben wir auch schon den ersten Lilanen. Ich hoffe, dass irgendwer geiler wird. Oh, Mann, Digga. Warum Oscar? Du kannst mir ruhig jeden anderen Held geben, außer Oscar, weil das Gefühl der Held, den ich gar nicht brauche. Aber warte mal, vielleicht habe ich ihn jetzt sogar auf aufgestiegen. Wir können ja mal kurz reinschauen. Oscar, Elite Plus. Ah ja, perfekt. Jetzt habe ich auch mal Oscar endlich auf aufgestiegen. So, naja, aber egal, lassen wir uns davon nicht aufhalten. Weiter geht's. Die nächsten Schriftrollen. Oh, und ich sehe, wir können sogar danach noch eine öffnen. Das ist auf jeden Fall schon mal geil. So, ich denke mal, jetzt hier bekommen wir keinen Lila in der Nähe. Leider nicht. Eventuell ja jetzt. Ne, wie gesagt, alle 30 Summons, also 3x 10er Beschwörungen, habt ihr mindestens ein Elite. Und da ist der nächste. Komm. So, und jetzt gönn dafür irgendwie einen besseren Anoki. Ja, ist an sich ein guter Tank. Freue ich mich drüber. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier noch auf Grabespross. Die brauche ich gerade momentan am dringendsten. Und da haben wir Silas. Boah, mega nice. Geil. Einer der Helden, die ich momentan brauche, um ihn auf aufgestiegen noch zu machen. Sehr, sehr gut, freut mich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf meinem dritten Account wieder. So Leute, und da sind wir auch jetzt auf meinem dritten Account. Und da würde ich sagen, ist es von den Diamanten und den Schriftrollen her schon ein Bild, was wir eher von mir kennen. Und nicht das bisschen, was wir gerade auf meinem Main-Account hatten. Ja, da haben wir dann auch hier schon auf dem Account den ersten Lilanen. Und geil, Lucius, ein sehr starker Held. Da freue ich mich richtig drüber. Lucius kann man immer gut gebrauchen, kann man sehr, sehr gut vorne reinstellen, sein Schild mega stark. Blaue Helden, ja, sag ich mal so, wenn kein Lilana kommt, dann freue ich mich auf jeden Fall auch über blaue Helden. Bisschen Food, ne, das kennt wahrscheinlich jeder von euch, das Problem. Und, oh, wieder kein Lilanen, da muss aber jetzt einer kommen. Und da bin ich jetzt schon mal gespannt, wer es ist, nach Lucius. So, da ist er wieder, ich glaube, auf derselben Stelle wie auch Lucius. Und Numizu ist an sich ein starker Held für den Turm. Kann man sehr, sehr gut mitnehmen, also für den Fraktionsturm. Ja, Numizu ist in Ordnung. Und ja, kann man jetzt in dem Pack einen Lilanen erwarten? Nee, leider nicht. Habe ich aber ehrlich gesagt eigentlich keinen erwartet. Weil so ein Back-to-Back erlebt man mega selten, wie ihr seht. Wir haben jetzt schon wieder keinen. Jetzt ist aber wieder ein Pflicht-Summon drin. Und da bin ich dann auch mal wieder gespannt, wer es sein wird. So, da ist er. Diesmal an einer etwas anderen Stelle. Chimera, auch sehr, sehr stark. Jetzt vor allem für den Account gerade. Da er noch sich am Anfang befindet. So, da haben wir jetzt noch 6 Einzelschriftrollen. Ich würde sagen, die machen wir mal eben ja schnell auf. Oh, und da haben wir sogar noch einen lila Helden. Okay, gut, das hat sich schon mal gelohnt. Und nochmal Chimera, Alter, sehr, sehr nice. Wir haben jetzt Chimera, ja, mindestens auf Elite Plus auf dem Account. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wie Chimera hier gerade auf dem Account steht. Da können wir ja gleich mal sogar noch zusammen reinschauen, denn ich kann mir noch Diamanten abholen und dann nochmal eine 2-7er-Beschwörung machen, bevor wir auf die Fraktionsrollen gehen. So, da haben wir Chimera auf Elite Plus. Nice. So, da holen wir uns dann noch kurz schnell die Diamanten ab und dann sind wir wieder bei 2700. Können wir nochmal einen 10er-Pull machen und da bin ich gespannt, ob wir jetzt nochmal einen ziehen werden. Wir haben ja gerade nochmal eine Chimera gezogen, deswegen gehe ich schon eher davon aus, dass wir keinen bekommen. Ja, nochmal 4 blaue Helden. Man kann auf jeden Fall mehr bekommen an sich von blauen Helden her, aber bin ich eigentlich ganz zufrieden mit und ich würde sagen, gehen wir auch bei dem Account hier erstmal mit Lichtträgern weiter. So, im ersten Pack, man kennt ihn natürlich wieder kein Lilana, aber wir haben jetzt noch 30 Schriftrollen und da müssen an sich dann auch eigentlich 2 Elite kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Rowan, mega gut, sehr nice, Rowan, wichtiger Held auf jeden Fall. So, nächste 10er Beschwörung. Gönn uns was. Gönn und gönn, gönn. Leider nicht, aber 5 blaue ist schon mal besser als gerade die 4. So. Und das letzte. Der letzte 10er Pull. Leider kein Lilaner Held. Schade, schade.
Wir haben hier nochmal eine Karte. Ich würde sagen, gehen wir auch hier einfach auf Lichtträger. Komm, gönn uns irgendwen Geiles. Kein Oscar oder so. Focus, okay. Beschwere ich mich gar nicht. Focus, sehr, sehr starker Held. Und ja, ich sehe gerade, wir haben hier noch einen lila Stone. Öffnen wir den einfach mal. Hendrik, nice. Dann haben wir jetzt Lucius, Hendrik, Focus, Rowan gezogen. Ja, ist auf jeden Fall ein stabiles Lichtträger-Team. Und ich würde sagen, ich gucke nochmal kurz auf meinen Main-Account. So, angekommen auf meinem Main-Account und... Ah, ja, stimmt. Ich habe ja ein paar lila Stones angespart extra für das Video. 3 Stück haben wir. Ich will wenigstens 2 aufgestiegene Helden haben, dann bin ich froh. Und ja, ich habe es wieder mal gecallt. Nice, ich call's irgendwie in jedem Summon-Video richtig. Diesmal sind es 2 von 3. Ja, Cecilia und Brutus, freue ich mich echt drüber. Sind an sich starke Helden, die man auch auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Nicht wie jetzt zum Beispiel ein Oscar. Und ja, dann können wir Brutus auch auf 3 Sterne machen. Cecilia können wir auf 1 Stern machen. Ist auch schon mal nice. Und ja, dann würde ich sagen, war es das Ganze auf jeden Fall mit dem Video. Wie gesagt, wenn du keine weiteren Summon-Videos in Zukunft verpassen möchtest, ne, weißt du ja, was zu tun ist. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.